Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Wir sind in der Prüfung des Helden. Aktuell glaube ich auf Ebene 45 oder so. Unsere Herzen sehen ganz gut aus. Wir haben aber auch schon eine Fee in uns reingepulvert. Aber wir haben auch noch eine Red Potion gekauft unterwegs. Also eigentlich relativ gut unterwegs. Items werden langsam ein bisschen mau, weil wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Weiß ich nicht, ob wir die vielleicht noch brauchen irgendwann. Bomben sehen noch gut aus. Das sieht auch noch gut aus. Pfeile spare ich jetzt erstmal ein bisschen. Ansonsten bin ich ganz zufrieden bis jetzt. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich trinke erstmal schon Kaffee. Und dann gucken wir mal, was kommt. Ich glaube, Ebene 46 sind wir jetzt. Okay. Wir haben richtig viele eklige Zombies. Und Stacheln. Ich glaube tatsächlich, der Zombie ist als erstes die beste Wahl. So, dann kommt der andere nämlich auch rübergelatscht. Dann ist der auch tot. Dann stun ich mit dem hier. Und dann stun mal den. Und dann haben wir's. Sehr schön. Okay, das lief gut. Das sieht auch erstmal nicht schlecht aus. Ich nehme mal kurz den Boomerang, glaube ich, dazu. Und dann nicht den schon mal. Zack, weg damit. Oh nein! Oh ja, zwei Treffer. Alter! Warum sind die so aggressiv? Das ist schon wieder... Ey, das fängt doch schon wieder scheiße an. Das tut weh. Okay. Was war's noch nicht? Hier ist noch einer. Warum ist denn da hinten so viel Platz? Das weiß auch keiner. Okay, weiter geht's. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Der ist unsichtbar. Der ist unsichtbar. Boah, ist der eklig. Ein unsichtbarer Stalfoss. Alter, was man nicht alles kreieren kann hier, ne? So. Krass. Okay. Weiter geht's. Alter, was? Wir haben hier nur Fledermäuse? Okay, I guess. Nein, was? Das war's nicht? Da oben ist immer noch so eine hässliche Fledermaus. Ist das ein ekliger Raum, ey. Und natürlich noch ein Treffer eingesteckt. Noch ein Treffer eingesteckt. Willst du mich verarschen? Was soll das denn? Okay. Aber ist das wieder nur so einer? Ich verstehe das nicht. Das ist viel zu leicht. Okay, der ist relativ nah. Aber trotzdem ist es leicht. Ich glaube, ich sollte trotzdem mal gucken, wo der steht. Ich glaube, der steht immer an der gleichen Stelle. Einfach nur, dass er nicht mich erwischt mit seinem komischen AOE-Damage da. Okay, jetzt nur ein Treffer. Dann haut er wieder ab. Wir bleiben ganz ruhig und smart. Wir haben schon wieder viel zu viel Schaden eingesteckt in den letzten Runden. Aber vielleicht haben wir Glück und der verkauft in der nächsten Runde wieder einen Trank. Der Händler. Das wäre geil. Aber ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben. Das war viel zu leicht. Jetzt sind wir doch Finale, oder? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber jetzt kommen auch wieder freundlichere... Nee, okay. Ich glaube, die verkauft keine Tränke. Tatsächlich. Aber viel Kohle kriegen wir gerade.
du eigentlich irgendwas Unsichtbares? Sieht nicht so aus. Okay, was verkaufst du? I'm sending 50 Arrows for 25 Rubine. Ich glaube, die nehme ich mit. Wir haben nämlich nicht mehr so viele. Und das ist relativ günstig. Okay. Weiter geht's. Okay. Das war schon mal das. Das war knapp. Fast hätte er mich noch erwischt. Okay, ich glaube, Auge der Wahrheit ist erstmal raus. Ich würde Pfeile nehmen. Und ich glaube, ich würde jetzt nochmal die Uhr mit in Anspruch nehmen. Gerade wenn wir jetzt irgendwelche Fledermäuse haben. Oder auch das. Ich mache jetzt einfach mal kurz. Steine bleiben auf jeden Fall dabei. Mana ist jetzt halt auch nicht mehr so krass unterwegs, ne? So, okay. War doch eine schöne, leichte Runde. Okay, ich mache einfach mal kurz den. Zack. 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 Muss man einfach so machen. Okay, hier, Feuer, Pfeil oder was meint ihr? Auf jeden Fall erstmal Bomben. Ich glaube, ich baller jetzt einfach noch ein Feuerpfeil schnell hinterher. Um Magie zu sparen. Ah, fuck. Wo ist denn der? Wo ist Anubis? Okay. Zack. Kostet nämlich nicht so viel Magie. Ist noch einer. Jetzt die Frage, wäre das billiger gewesen? Anubis? Okay, ich glaube, zwei Feuerpfeile sind billiger. Okay. Ich gehe wieder auf normale Pfeile. Wir haben nicht mehr so viel Magie. Wir müssen sparsam bleiben. Soll ich die Bomben behalten? Ah. Es läuft gerade so gut. Ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Das ist niemals nur der. Kacke! Okay, warte. Oder das wäre doch viel zu leicht. War das nur der jetzt? Hä? Ich war schon wieder zu greedy. Okay. 55, I guess. Oh. Nee. Kann ich die mit Pfeilen treffen? Jo. Warum mache ich denn das denn nicht mit Pfeilen? Zack, Alter. Weg damit. Ha. Okay, mit Stalforce. Ich hoffe, es bleibt nur bei einem. Weil dann... Zack. Machen wir Sprungattacke, los. Kumpel. Jo. Und nochmal. Dann haben wir dich. Tschüss. Okay, und du schlägst mal bitte so zu. Zack. Zack. Und nochmal. Komm. Komm. So. Und final. Da hat er geblockt. Da hat er geblockt. Okay. Beautiful. 20 Rupees.
Also theoretisch, komm. Ich hau die Red Potion weg. Ist ja eigentlich scheißegal, weil... Halt ja eh nur 6 Herzen und ich muss ja jetzt nicht so risky hier spielen. Sind wir mal ehrlich, ne? Okay, was mache ich noch? Boomerang noch dazu? Bomben? Bomben. Okay. Das sind niemals nur Muscheln und Quallen? Ich wette, da kommt gleich noch was. Jo, genau, Eisgegner. Was man halt so in der Wüste erwartet, ne? Alter. Creepy. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir schon auf Ebene... Ebene 50? 60? 50, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Sieht jetzt erstmal nicht falsch aus. Aber war so klar, dass da noch was kommt. Gegen die Gegner habe ich zum Beispiel gar keine Probleme, ne? Das sind voll meine Gegner. Ich wette, da kommt noch mehr. Oder? Das war bestimmt noch nicht alles. Hier sind bestimmt noch welche. Okay, doch nicht. Krass. Ich hätte jetzt echt gedacht, da kommen noch 2. Das war schon wieder eine relativ leichte Runde, muss ich sagen. Alter. Okay. Schön. Sind wir jetzt nicht schon... Nee, okay. Ich glaube, nach der Runde. Oh nee, nicht die. Vor allem, das ist bestimmt 100 pro noch nicht wieder alles. Jetzt komm doch mal her. Die ist niemals alleine. Boah, jawohl. Das war aber... risikoreich. Das war alles? Hä? Ich verstehe es manchmal nicht, ganz ehrlich. Das war doch schon wieder Finale, oder? Jetzt sind wir doch wieder beim Verkäufer. Jo. Ein Sora. Ah, ich brauche keinen Sora. Also ich glaube, Gorone ist das Beste, ne? Ich glaube, Gorone sind immer die Tränke verkaufen. Oder? Sehe ich das falsch? Okay, wir holen uns jetzt erstmal Fettkohle. Wir haben 500. Also ich glaube, ich werde so oder so einkaufen. Egal, was es ist. Weil einfach Geld ausgeben. Wir können ja nur 600 tragen. The best Quiver. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Zack. 99. Alter, das ist ja richtig imper. Ja, ich glaube, das war gut. Das war ein guter Deal, ja. Finde ich auch. Okay, dann kann ich jetzt Pfeile spammen. Natürlich. Natürlich. Zack. Ich weiß nicht genau, was ich ausrüsten soll, ganz ehrlich. Okay. War scheiße. Pfeile sind gut gegen die. Hä, Alter. Okay, das war ja richtig kacke. Man. Nur einer? Okay, nur einer. Ich hasse diese Gegner. Okay, der ist tot. Was noch? Okay, nochmal der.
Okay, einfach zweimal Sprungattacke. Ich habe gerade gegen den übelst scheiße kassiert. Mann. Okay, der ist auch echt leicht, finde ich. Zack. Das ist... Ich weiß nicht, den finde ich richtig easy. Guck mal. Fünf Attacken. Ein paar Mal ausweichen. Dann ist der down. Okay, wir sind auf einer neuen Fünfer-Ebene. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam eklig. Okay, ey. Fledermäuse. Zeit anhalten. Pfeile spammen. Zack. 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 Ich glaube, ich werde nicht alle treffen. Aber vieles. Haben wir alles getroffen? Boah, das ist so cool, ey. Ja, das war jetzt die sichere Methode. Wir haben nicht mehr viel Mana. Okay. Manchmal weiß ich echt nicht. Das ist schon wieder so easy, finde ich. Obwohl die Runde davor war auch relativ leicht. Oh, einfach so ein Schusselkeitsfehler. Okay, ich trinke einen Schluck Kaffee, Leute. Ich glaube noch drei Ebenen, dann kommt noch mal was, ne? Ich hoffe, dann kriege ich immer was zum Healen. Ich spamme jetzt einfach Pfeile. Ich will auf Nummer sicher gehen, Leute. Wir haben ja genug. Das war jetzt auch wieder easy. Easy going. Na. Mit dem Feuer in der Mitte ist das eklig. Okay. Na, ich bin reingesprungen. Reingelaufen. Kacke. Okay, pass auf. Ich mach das jetzt mal auf Nummer easy. Oder? Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. So. Ich glaube, war das die Final Runde von dem Level? Das wäre so gut. Jo, okay. Bitte lass uns einen Trank bekommen. Oh, wir haben es... Was? Wir haben es abgeschlossen? Wie haben wir das geschafft? Was? Hä? Ich dachte, wir haben jetzt... Das war die letzte Runde? What the fuck? Wir haben es geschafft? Alter, das kam ultra unerwartet. Ich dachte, jetzt kommt noch... Okay, ich habe nicht richtig mitgezählt. What the heck? Wir haben es geschafft, Leute. Oh, wie nice. Das heißt, wir haben nur noch den Boss Rush vor uns, richtig? Okay, wir müssen hier auch nochmal durch später, weil wir müssen... Wegen der Flasche, theoretisch. Oh Gott. Ah ja, das Leben ist ein unendlicher Zirkel... Der Wiedergeburt deines Echos und ein Kapitel wird jedes Mal neu erzählt von deiner Geschichte. Oh. Du bist toll. Ihr könnt mir das ja gerne nochmal übersetzen. Die Monster in dieser Prüfung konnten dich nicht besiegen und du hast sie weggefadet. Ja, sie kommen zurück zum Leben after... Okay, der Stein der Wiedergeburt, nimm es als Beweis deiner Stärke. Oh, Leute, wie gut, ey. Ich hätte jetzt niemals erwartet, dass wir das jetzt abgeschlossen haben. Und stell dir vor, ich wäre jetzt da in der Runde, wäre ich gestorben. Wenn ich da gestorben wäre,
Ich hätte mir sowas von den Arsch gebissen. Okay, du hast den Stein der Wiedergeburt erhalten und damit den Helden, die Heldenprüfung abgeschlossen. Wir werden uns wiedersehen. Ich wünsche dir viel Glück in deinen zukünftigen Kämpfen. So, kriegen wir eine Schatzkiste? Diesmal keine Schatzkiste? Wie jetzt? Ist hier irgendwas Unsichtbares? Der gibt mir einfach keine Schatzkiste, Leute. Ihr wisst ja gar nicht, wie traurig mich das macht. Ich gucke mich nochmal ganz kurz extrem gut um. Nicht, dass ich wirklich irgendwas verpasse. Stellt euch mal vor, hier ist jetzt wirklich irgendwo eine versteckte Schatzkiste einfach so. Okay, ist aber nix. Traurig. Schade. Ich hätte jetzt aber auch nicht erwartet, dass ich das... Das ist das zweite Mal, dass wir in die Heldenprüfung reingehen, ne? Also auf Schwierigkeitsgrad Mittel und kein Schild benutzen? Geil. Ich freue mich. Und es hat sich nichts verändert? Du hast nichts Neues für mich? Hat keinen anderen gesehen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich. Ja, geil. Und ich würde sagen, dann machen wir im nächsten Part, machen wir einfach noch die Arena fertig, oder? Das sollten wir dann auch noch hinkriegen. Ich meine, das sind 6 Ebenen. Und ich habe mich ja entschlossen, das ohne Strafe zu machen. Dementsprechend denke ich, da rocken wir auch noch easy durch. Können wir uns noch irgendwas Neues kaufen? Ja, hier haben wir theoretisch noch dieses Schwert. Ich weiß halt nicht, was das Schwert macht. Hedge Sword. Let's run straight through monsters to defeat them. Keine Ahnung. Das hier fände ich geil, persönlich. Weiß ich aber nicht, was wir machen müssen, damit wir das in billig kriegen. Und dann habt ihr gesagt, kann man später noch unsere Schwerter verbessern beim Schmied, aber da braucht man erst das Schild. Wir könnten uns theoretisch diesen Warp kaufen. Die Verbesserung vom Hammer könnten wir uns kaufen, aber ja, ich greife aktuell nicht so oft mit dem Hammer an, wenn man ehrlich ist. Ich guck mal kurz, ob uns der Typ noch ein bisschen Kohle gibt. Weil wir haben ja jetzt einige Monster wieder getötet. Und dann würde ich aber sagen, wir beenden auch gleich die Folge. Ich hätte aber gesagt, wir kaufen uns das Schwert. Oder? Jo, da gibt es uns nochmal was. Schön. 2300 Enemies getötet. Okay, gibt immer noch 50 Rubine. Ja, das Schwert. Unsere Items sind... Ja, die sind doch eigentlich relativ gut aufgefüllt tatsächlich. Das ist halt gut, dass wir die Erweiterung für den Bogen gekauft haben, glaube ich. Ich glaube, das ist ziemlich imbar, diese Glocke, dass du auf jeder Ebene einen Händler bekommst. Das ist ziemlich geil. Wenn das ansonsten immer nur so Zufall ist, ist das, glaube ich... Ja, man sollte diese Tränke und sowas immer mitnehmen. Und wir sollten uns vielleicht noch eine zweite Flasche mal organisieren. Später. Wir könnten uns aber auch noch Herzcontainer kaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre eigentlich das klügere, Herzcontainer zu kaufen. Ich kaufe mir das Schwert jetzt. Ich will, dass ihr noch was Schönes seht in dieser Folge. So, Hedge Sword kaufen. Her damit. Get Hedge Sword on the Equipment Subscreen. Selected with the cursor of Equipment with A. Hold B to charge your weapon. Hold B to dash straight at monsters. Magic power will be consumed while using it. Okay, das ist ein Dash. Das ist quasi wie in Dings jetzt, ne? Zelda Indigo. Nö, mehr brauchen wir nicht. Also zumindest nicht hier. Ich glaube, ich kaufe mir unten nochmal ein paar Pfeile. Oder ein paar Krabbelminen. Was meint ihr, Krabbelminen? Ich glaube, Pfeile. Wir können sie ja mal ausrüsten kurz, das Schwert. Das ist auch ein Zweihandschwert. Nee, das ist ein Einhandschwert. Und jetzt können wir wahrscheinlich den hier machen, ne? Genau, das ist halt wie ein Zelda Indigo. Sind das die gleichen Hersteller, sag mal? Ja, da dashen wir auf jeden Fall rein. Ich habe jetzt eine Überlegung, ob wir damit vielleicht irgendwie über die Brücke springen können.
Wisst ihr, was ich meine? Das könnte funktionieren, oder? Ich kaufe mir ein paar Pfeile noch. Pfeile sind wichtig. Zack. Ja, und Bomben auch noch. Dann sind wir wieder auf Null. Zack, also fast auf Null. Ist das eine größere Bombentasche? Bombback, ne. Ich glaube, die haben wir schon gekauft, ne? Okay. Ja, ich glaube, damit könnte man was Cooles machen. Vor allem vielleicht mit der Verbindung, mit der Feder. Muss man mal ausprobieren. Wenn man das zusammen irgendwie macht. Sorry, das wollte ich gerade wieder Überlänge machen. Aber ich bin gerne am Testen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Okay. Jetzt ist die Frage. Machen wir als nächstes die Prüfung fertig, also die Arena fertig? Ich glaube ja. Weil da können wir mehr Geld tragen. Und dann würde ich vielleicht nochmal die anderen Prüfungen machen auf Speed. Was war denn das? Oh, jetzt? Guck mal, jetzt ist Ausrufezeichen. Das machen wir mal in der nächsten Folge. So, warte. Ne, kann ich nicht drücken, leider. Während ich das mache. Aber ich kann hier so, zack, bam! Yeah! Nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part reden wir mit dem. Das war's mit der Folge. Sehr erfolgreich. Hätte ich nicht erwartet. Ehrlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, Leute.